Die Frauen am virtuellen Brunnen. Wir sind jetzt im Ende Februar. Letztes Mal haben wir über Resilienz gesprochen. Und dieses Mal wollen wir gucken, ob da ein Unterschied ist zwischen Männern und Frauen, den wir denken zu wissen. Es sind ja keine Männer dabei in der Frauengruppe. Insofern können die nicht zu Worte kommen. Aber wir können ja unsere Ideen aus unserer Erfahrung mit unseren Männern einbringen. Aber vorher, wie immer, Check-in, der aktuelle Wetterbericht. Fangen wir an in Wien mit den schönen Rosen. Wetter, ich habe nicht hinaus. Aprilwetter, wir haben Aprilwetter. Ja, wir haben Aprilwetter. Und ich bin irgendwie, also seltsam zwischen den Zeiten weiterhin. Und sehr mit ich bin beschäftigt und das hält sehr beschäftigt, ja. Das ist der Nigyagasata Nisargadatta Sri Maharaj und ich hoffe, das ist das letzte Buch, das ich jetzt in diesem Zusammenhang lesen werde und dann endlich, dass es endlich greift. Ich gebe weiter an die Martini, mit der ich heute schon E-Mails getauscht habe. Ja, Monia, haben wir schon April? Wir sind doch noch im Februar. Okay, wir haben Schneerosen und die sind auch sehr schön. Ja, und ja, uns geht es gut. Ich habe eigentlich heute Abend eine Schreibwerkstatt gehabt, aber ich habe mich in die Zeit geirrt. Ich bin sehr oft zeitlos unterwegs und das ist ein bisschen schwierig, wenn ich Termine habe. Aber es ist ein feines Gefühl, dieses zeitlose Sein. Es ist eine Freiheit pur und diese Freiheit gebe ich weiter an Anna. Ja, hallo in die Runde nach längerer Zeit wieder. Freue ich mich. Und es ist trotzdem also irgendwie blöder Termin. Und vor allen Dingen, weil das Tanzen am Freitag eben jetzt wieder stattfindet. Und es gab ja ein ganzes Jahr lang nichts mehr mit Contact Impro. Und als Alleinlebende ist das die Nahrung pur für mich. Genau. Aber ich habe noch, vielleicht sage ich das noch, Biodanza erlebt und werde da auch also auf ganz neue Weise wieder neu erlebt, gehört und werde auch an einem Dienstagabend mal da hingehen und werde auch 4 Tage mir gönnen in einem Bio-Hotel, schweinsteuer, aber ich denke, es ist wichtig. Ich gebe weiter an die Birgitta. Ja, hallo. Ich freue mich heute auch. Ein bisschen war ich heute auch einmal so ein Anklang von Zeitlosigkeit. Früher war ich ja immer sehr getaktet. Und heute war ein Tag, wo das Arbeitspensum ungefähr 2-3 Stunden weniger war als der ganze Tag. Und das war ein super Gefühl. Einfach einmal so in den Tag hinein ein bisschen. Und es wird zwar im Frühling wieder mehr, nehme ich an. Aber derzeit genieße ich, dass es ein bisschen lockerer ist. Und gestern habe ich mein Enkelkind genossen, alleine. Das ist auch voll nett, so ein einzelnes Enkelkind. Da kann man sich so richtig gemütlich drauf einstellen. Und der ist 3, der macht alles mit und ist überall begeistert. Und ja, und heute freue ich mich auf unser Gespräch. Und gebe weiter an die Marie-Rose. Hallo. Ich bin ein bisschen durch den Wind irgendwie und ja, ein bisschen müde auch gerade. War heute im Garten, habe ein bisschen was geschnitten, zurückgeschnitten. Und ja, sonst ist im Moment mal nichts. Ich muss mal erst mal ein bisschen wieder auf Touren kommen. Dann gebe ich zurück an dich, Heidi. Ja, danke. Auf Touren kommen. Ja. Ich komme einerseits auf Touren. Ich habe heute früh eine ganze Menge gemacht, auch gestern. Da habe ich auch geschnitten, einen riesigen Weinstock geschnitten und so. Und morgen werde ich einen anderen Baum schneiden, da hinten so mit der Motorsäge am Stiel und so.
Aber heute war ich dann auch unterwegs eine Weile und dann habe ich den Corona-Ausschuss angehört, was für das sehr interessant war. Und ja, und jetzt bin ich, dann habe ich noch meinen Heimtrainer gemacht. Ja, das darf man ja nicht vergessen. Jeden Tag eine halbe Stunde, damit die Knie schön aktiv bleiben. Und jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich gespannt. Letztes Mal haben wir über Resilienz gesprochen, ob das gleich dasselbe ist wie Widerstand und so. Und dann haben wir es so ein bisschen erarbeitet und was wir da unter Resilienz wohl verstehen. Ich würde das eigentlich an die Monja weitergeben, die weiß immer alles noch. Insofern, ob du da ein bisschen. Nein, ich habe das irgendwie, wenn ich nicht nachgeschaut hätte, hätte ich es vergessen. Weil ich war irgendwie auf dieses Commitment und was eine wirkliche Beziehung ist. Offensichtlich ist das mehr Thema für mich derzeit. Mhm. Aber vielleicht hat das auch mit Resilienz zu tun. Also, aber ich gebe es mal die Birgitte weiter, weil die nickt so, als ob sie wüsste, worum es geht. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Ich habe nur die Verbindung von Resilienz und Beziehung. Die finde ich ganz interessant. Vielleicht können wir mit der weiterarbeiten. Und Unterschiede zwischen männlicher und weiblicher Resilienz fallen mir jetzt im Augenblick noch nicht ein. Aber ich habe gemerkt, also weil die Adelheid jetzt gesagt hat, von der Motorsäge auf den Bäumen, ich habe Mittwoch das erste Mal mit einer Kettensäge, ich habe eine kleine Kettensäge für unseren Garten besorgt, weil da so viele Äste sind, weil wir viele Bäume haben. Und das war, ist einerseits geht ja das wie Butter und andererseits habe ich mich schon zuerst sehr gefürchtet. Und der Tag, das war irgendwie aber dann der gesündeste Tag im Sommer, in der Sonne, im Garten arbeiten, in der frischen Luft und mit so einer wunderbaren Säge, wo man gar nicht, wir haben bis jetzt immer alles mit der Hand gesäbelt. Also zu die Herausforderung, einerseits die Säge war da die Herausforderung, dann das ein wohlwollendes Umfeld und nicht zu viele Sorgen. Das war auf jeden Fall, der Tag war irgendwie resilienzfördernd. Mit der Beziehung muss ich jetzt erst nachdenken. Ich gebe es einmal weiter, das Wort dann irgendwie. Ich habe in Erinnerung, bin mir nicht 100% sicher, aber ich habe in Erinnerung, dass wir irgendwo auch zu dem Punkt gekommen sind, dass Verbindung und Verbundenheit uns resilient macht. Und von da eben ist es dann der Übergang zu Beziehung. Und da denke ich, das ist nicht nur Beziehung mit Menschen, sondern auch Beziehung mit der Natur, Beziehung mit dem eigenen Beruf, Beziehung mit so ziemlich alles, was es in der Welt gibt, dass das, wenn man in gutem Kontakt ist, dass man dann resilienter wird. Ja, und auch die Beziehung zu sich selbst, ne? Das war ja auch ein wesentlicher Punkt. Ja, und die Frage, ich habe gerade gestern, Ramona, die ist ja heute nicht da, die hatte eingeladen zu einem Vortrag von der Barbara Küchler, die wollten wir auch mal einladen, über Macht. Und da ging es darum, Macht und der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und das fand ich auch sehr, sehr, sehr interessant. Ich werde mir ja auch mit dir auch nochmal ein Interview machen. Schon spannend. Und insofern, wenn wir jetzt uns überlegen, ist da eine andere Art von Resilienz bei Männern? Oder sagen wir mal so, was denken wir, dass die Männer tun, um resilient zu sein? Und was tun wir? Was wir tun, wissen wir ja wahrscheinlich ein bisschen besser, aber von Männern halt der Eindruck. Wollen wir erstmal sammeln, was wir tun? Um die nochmal hier, Anna. Ich wollte erstens die Anna-Lisa Schmalz begrüßen, die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Genau, und du hast ja noch nicht Check-in gemacht. Ich habe dich voll übergangen, das tut mir leid. Komm erstmal rein, Anna. Ich? Ja. Check-in, ja, ja. Ja, danke. Entschuldigung. Ja, es tut mir leid, dass ich ein bisschen jetzt zu spät war. Ich habe eine Nachbarin, die heute Nachmittag gefragt hat, ob ich spontan Lust hätte, mit nach Laufen zu fahren an der österreichischen Grenze. Und das ist eine halbe Stunde Fahrt und wir waren in einem super schönen Laden und jetzt noch kurz spazieren und dann auf der Heimfahrt hat sich jetzt leider ein bisschen verzögert. Aber ich hatte jetzt einen wunderschönen, spontanen, abenteuerlichen Nachmittag. Und habe das jetzt voll genossen. Ja, danke.
Okay, dann mag ich was sagen, weil ich gerade eben ein Gespräch mit meinem Schwager hatte zum Thema Resilienz, da wollte ich auch erzählen, weil es hat ja was mit der Selbstregulation zu tun und wenn man das eben nicht gelernt hat und die Selbstregulation lernt man durch die Regulation, die mit der Mutter passiert ist. Also das ist einfach sowas wie eine gute Vorbedingung, ist die Regulation eine gesunde durch die entsprechenden Jahre, wo es halt wichtig ist. Und dass, wenn halt das nicht geschehen ist, dann ist die Selbstregulation wahnsinnig schwierig. Und mir ist gestern aufgefallen, als da ich die Nachricht vom Krieg, das Ausbruch eben gehört habe, und ich bin mit derselben Angst konfrontiert, als Alleinlebende konfrontiert worden, mit der Angst wie bei Corona letztendlich und merke den Unterschied. Also ich habe dann wirklich einen Spaziergang am Wasser gemacht und habe dann, weil ich habe viel innere Arbeit jetzt auch in den letzten Monaten gemacht, diese Akzeptanz des Todes und einfach der Endlichkeit des Lebens in Verbindung mit dem Bild, habe ich den Eindruck, ist da passiert was anderes als das, was ich von männlicher Seite jetzt wieder gehört habe, nämlich mein Schwager, der halt einfach sagt, wo man nichts ändern kann, der die Angst beschwichtigt, es gibt keine Angst und so weiter. Wir haben in Europa überhaupt kein Thema damit. Also einfach die totale Ablehnung, überhaupt irgendwas zu fühlen, was scheinbar zu guter Resilienz führt. Ich weiß es nicht. Also weil ja Menschen, die was abblocken und was nicht an sich ranlassen, die sind ja mit einfach härteren, wie soll man sagen, dickerer Haut, dann haben sie sich angeeignet. Ich weiß es nicht, ist eine offene Frage. Ist Verwundbarkeit, also dieses Thema im Vulnerabilität und oder Blockade, sich selber sozusagen taub machen? Ich weiß es nicht, was wirklich sie macht. Ja, ist offen für mich. Dazu ist mir gekommen, wenn wir lieben, sind wir offen und dann sind wir auch sehr verletzbar. Und wie schaffe ich das, diese Verletzbarkeit nicht auf meine Person zu beziehen? Das ist in der Welt da und wenn ich in mir selber geerdet bin, dann kann ich mit diesen Verletzungen, die man mir antun will, haushalten. Also das ist ein Liebesakt, glaube ich. Und der Unterschied von Männern und Frauen, ich glaube, dass es sehr, sehr sensible, zärtliche, feinfühlende Männer gibt. Denk an die Poesie oder an die Musik oder an die Begegnungen im Alltag. Ich sehe sehr viele junge Väter mit ihren Kindern in den Kinderwagen und sie laufen dahinter her. Und so werden sie auch zu ihrer Kraftquelle kommen. Und ich muss ehrlich sagen, in meinem Alter, wie die Kinder klein waren, haben die Männer keine Zeit dafür gehabt. Sie haben schnurstrack ihr Karriereleiter befolgt. Und ich glaube, dass da ein Wandel ist in das Bewusstwerden. Also ich sehe das als das. Und wenn Mann und Frau in ihrer totalen Verschiedenheit ihre Macht sein spielen dürfen, dann glaube ich auch, dass es akzeptiert wird, wenn es gegenseitig mit Respekt wahrgenommen wird. Ja, dass da dann nicht sehr viel Unterschied ist, aber es ist natürlich ein Prozess. Ja, das geht nicht auf einmal, glaube ich, nach meiner Erfahrung. Anna, was du sagtest, von wegen das Ignorieren praktisch, nicht? Und so tun, als wäre nichts da. Ich glaube, das geht gut, in Anführungsstrichen, bis zum bestimmten Punkt. Aber irgendwann, wenn es zu viel wird, dann wird man einfach überlastet und dann ist es unkontrolliert raus. Es ist ja, ich denke, vieles, was man so hört über häusliche Gewalt und so, das ist genau das, dass
Menschen versuchen, das Genervtsein zu unterdrücken und dann irgendwie kommt es raus. Statt es zu integrieren, verarbeiten, resilient zu werden gegen die Frustration. Ne? Und dann ist es dann eben unkontrolliert. Also ich würde das Unterdrücken nicht als Resilienz bezeichnen. Aber das können Frauen und Männer ganz genauso gut. Also da ist, denke ich mal, kein Unterschied. Mag ich einwenden, also prinzipiell menschlich nicht, aber was kulturelle Entwicklung anlangt, merke ich halt einfach beispielsweise in den Diaden, die ich täglich mache, da gibt es 2 Männer von 33 Frauen. Also das Feld von Menschen, die sich beschäftigen mit ihren Gefühlen und mit ihrem Körper und so weiter, die ist halt nun mal zunächst weiblich, aber ich glaube auch, wie die Martini sagt, dass es tatsächlich einfach einen Wandel gibt. Und ich hoffe auch, dass das irgendwann einmal auch die Männer einfach im selben Ausmaß ergreift, dieses Interesse. Da möchte ich aber gleich was dazu sagen, angesichts der gegenwärtigen Lage, wo es um Krieg geht und sowas. Ich meine, den Männern ist ja das extra aberzogen worden, damit sie überhaupt in Krieg gehen können. Denn wenn alle so gefühlvoll wären und so, da wird ja kein Mensch in den Krieg gehen. Nicht? Und also ich halte Krieg für völlig überflüssig bzw. unmöglich. Aber nachdem eben die Realität so ist, wollen wir da... Also das passt nicht zusammen, wollte ich damit sagen. Ne? Gefühlvolle Männer und Soldaten, die drauf losgehen. Ne? Das einerseits und dass der Krieg einfach im kapitalistischen System einfach ein profitables Gewerbe ist. Da sind immer welche, die davon profitieren. Und das sind Männer. Das ist wirklich so. Oder seht ihr Frauen in den Waffenfabriken und in diesen? Nee, die Frauen sind da eher für menschliche Sicherheit und für Abrüstung. Und Sicherheit bringt, macht uns natürlich auch resilient. Wenn wir uns sicher fühlen, dann sind wir sofort stärker. Und ich weiß nicht, sind Männer, fühlen die sich stärker, wenn sie diese Macht haben, Geldmacht oder politische Macht oder fühlen sie sich dann stärker? Weswegen brauchen wir diese Lager? Immer noch dieses Lagerdenken, wir hier und der da drüben ist ein Feind. Macht das Männer resilient oder was macht das mit denen? Wieso machen die das? Wieso ist? Weil ich sehe das trotzdem hauptsächlich als männliches Phänomen. Ja. Ja, das würde ich auch so sehen, aber hinter den Männern stehen ja auch immer Frauen. Man sagt, hinter jedem Mann steht eine Frau. Und die Frauen machen doch zumindest mit oder haben auch einen Vorteil davon, jene Frauen, ne, die da dazugehören. Und dann ist es für mich eigentlich nur wieder ein Zeichen, dass wir eigentlich noch weitgehend auf Rot sind, wenn wir in die Kriegsgeschichten uns begeben und oder unsere Führung das erlauben, dass sie das tun. Und ich meine, Kapitalismus, diese Art von Surveillance-Kapitalismus, den wir ja jetzt haben, das ist ja einwandfrei eine rote Geschichte, nicht? Also wir sind viel weiter zurück in meinem Empfinden, als ich so gedacht und gehofft habe, global. Ach, vielleicht sollte ich man mag ihn fragen. Rot, was rot bedeutet in dem Fall. Also rot ja, bedeutet eine Entwicklungsstufe des Bewusstseins, der Aggression und ja, also nicht irgendeine politische Farbe, sondern es ist eine Bewusstseinsstufe gemeint. Ja, ich wollte das nur einschleusen, dass es nicht verwirrt wird. Es ist nicht nur rot, es ist wirklich auch dieses blaue Denken, ich muss meine Gruppe schützen. Meine Gruppe wird da draußen, ist das Böse, da draußen sind die Bösen. Ich muss das schützen. Und das ist ein blaues Gedanke, ein imperialistischer Gedanke, der dahinter ist. Und ja, wenn wir Putin anschauen, der ist schon sehr in einem imperialistischen Denken drin, so meinem Empfinden nach. Aber da, noch was anderes, was ich jetzt wichtiger finde hier im Gespräch, profitieren die Frauen wirklich davor? Oder ist es so, dass sie nicht stark genug sind, um ihre Männer in eine andere Richtung hinein zu beeinflussen? Sind wir immer noch nicht stark genug, um die Politik in diese andere Richtung hinein zu
zu beeinflussen. Ich glaube, dass das die Stärke oft gleichgesetzt wird mit jemand ist in der Lage, eine Familie zu versorgen, also gut Geld zu verdienen. Das scheint zumindest bei vielen Frauen noch ein Attraktivitätspunkt zu sein. Und damit sind wir ja auch dann gleich in dem kapitalistischen Denken. Das ist, glaube ich, nicht so weit davon entfernt. Und dann gehört es eben dazu, wenn ich Karriere machen will, dann muss ich meine Ellbogen ausfahren. Und als Kind hat ein Junge meistens schon gelernt, dass ein Indianer keinen Schmerz kennt, dass man da irgendwie durch muss. Also ich weiß gar nicht genau, ob das auch... Also Jungs spielen angeblich lieber in Hierarchien, also finden raus, wer an welcher Position in der Hierarchie steht. Mädchen haben dann eher kleinere Gruppen und spielen Familie und eher auf Augenhöhe und üben sich in Mitgefühl oder in Situationen, wo eben das Mitfühlen zählt. Und ich wüsste gar nicht im Moment, wie viel davon ist gesellschaftlich geprägt und wie viel ist vielleicht auch... angelegt. Also die Jungs haben ja, also viele kenne ich, haben so eine Phase, wo sie mit einem Schwert rumlaufen oder Waffen ausprobieren wollen und beschützen wollen oder den Feind besiegen wollen und so. Das scheint irgendwie menschlich schon auch ein Stück weit angelegt zu sein. Und wenn ich jetzt an die Resilienz denke, also resiliente Männer sind für mich schon eher welche, die mitfühlen können und aber auch dann gut umgehen können mit einer Situation auf die Menschen in einer Gruppe eingehen können. Also die gibt es aber sehr selten. Aber die erscheinen mir, wenn ich so jemanden sehe, erscheint er mir besonders resilient zu sein, weil die schaffen es irgendwie einzugehen und trotzdem eine Richtung vorzugeben. Also das hat was ganz Besonderes. Gibt es leider viel zu selten. Ja, dazu fällt mir ein, der Josef, mein Mann, der war ja Lehrer und der hat eigentlich lange recht gute Resilienz gehabt, ist eindeutig ein sehr wohlwollender Mensch, aber er sieht viele Sachen einfach nicht. Und das macht seine Resilienz eigentlich stark, weil er die Feinheiten, die in Gruppen laufen und so, gar nicht so wirklich sieht. Die bleiben außen vor. Er ist den Menschen wohlwollend begegnend und ist nett zu ihnen und charmant und... er kriegt einfach ganz wenig mit und während ich in einer Gruppe beschäftigt bin, oh, da rattert es und was ist mit der und was macht der und so. Und das ist, ich bin da, aber das ist so irgendwie weit weg. Ja? Und das ist ganz eine eigene Art von Resilienz. Das ist jetzt, ich weiß nicht, ob man typisch männlich, weiß ich nicht. Ich denke mal hier und da, ich wäre froh, wenn ich das hätte. Andererseits bin ich auch wieder froh, wenn ich viel Seelisches auch mitbekomme. Aber es ist mir gerade jetzt dazu eingefallen, wie du von den positiv resilienten Männern gesprochen hast. Und zu diesem Thema, dass Männer vielleicht natürlicherweise mehr in die Richtung gehen. Es gibt ja Studien, wo ganz kleine Babys, die gerade mal krabbeln können, auf den Teppich kommen und dann kriegen die Spielzeug, Mädchenspielzeug und Jungspielzeug. Ne? Und da ist ganz eindeutig, dass die ganz kleinen Jungs zu den Autos hingehen und zu dem, was auch immer so Jungspielzeug ist und Mädchen zu dem anderen. Ich meine, hin und wieder geht auch mal einer zum anderen, weil das fand ich total spannend. Und jetzt noch die andere Frage. Unsere Politikerinnen, die Frauen, die jetzt in der Politik sind, die sind ja nun auch nicht gerade so, wie wir uns das so vorstellen, sondern die machen ja genau das Gleiche, was so männliche Resilienz oder so, wie immer man das bezeichnen will. Ne? Das ist ja auch nicht gerade sehr gefühlvoll, wo wir immer doch dachten, wir Frauen seien so gefühlvoll. Anna? Also ein paar Sachen fallen mir so ein. Also zum einen, es liegen Bücher, ich war heute in der Buchhandlung oben und habe mir was geholt. Und da wie heißt die, Ardern, die aus Neuseeland, diese Ministerpräsidentin in Neuseeland. Also es kommen andere Frauen in die Politik, die eben eine andere Art von Politik anbieten und die Gott sei Dank ein anderes Modell und dann auch tatsächlich schon umsetzen und leben. Vorher ist mir der Daniele Ganser, kennt ihr den?
Ich habe eine Zeit lang furchtbar Schiss gehabt, weil der ja so, wird ja auch beschimpft als Verschwörungshistoriker sozusagen. Und ich habe jetzt ein paar Interviews angehört und ich staune, der Mann ist 50 und er hat so eine Freundlichkeit und so eine Klarheit und strahlt eine Angstfreiheit aus, die ich ihm auch glaube. Und also heute habe ich ein Interview gehört, wo er sagt, was mit ihm passiert ist im Hinblick auf das, was er machen muss. Also sprich, und er erzählt er von einem Schlüsselerlebnis, wie er zufällig in einen Bungee-Sprung sozusagen fast hineingeraten ist, mit einem großen Ego-Anteil, aber das war so schicksalhaft und er kriegt mit, die Angst war weg. Also er ist so umgegangen mit seiner Angst. Also es war total spannend, diesen Mann zu erleben, und ich merke, da geht jetzt gerade mir so das Herz wieder auf, und weil der mir vermittelt, man kann in der Welt sein und sich engagieren und Mut haben und sich was trauen und herzoffen sein. Und er erzählt halt eindeutig, dass seine Frau ihn immer unterstützt hat und seine Familie. Also das stützt natürlich diese Fähigkeit, stark zu bleiben und herzoffen, ungemein. Ja, und er sagt, er übt Mindfulness täglich, also Meditation in einer gewissen Weise und alles unter diesem Aspekt, was ihm begegnet. Ne? Und das macht schon was. Da haben wir ja jetzt ein Tool, nicht? Wie man Resilienz vergrößern kann, Mindfulness. Wie meinst du das? Und da haben wir jetzt ein Tool? Ja, als Mindfulness praktizieren oder Meditation, also selbst sich in sich hineingehen, gucken, was ist jetzt gerade los, mal durchatmen. In manchen Interviews beschreibt er das auch, was er macht, wenn er gerade mal wieder angegriffen wird und über ihn hergezogen wird und wie er das schafft, sich da nicht drüber aufzuregen. Sich nicht aufzuregen und nicht in Angst zu kommen, das mit der Angstfreiheit, was Anna gesagt hat, ja, das ist bestimmt auch ein A und O, um resilient zu werden. Weil Angst macht ja eng und macht Stress im Körper, macht Stress im ganzen System. Und da haben doch die Männer den Ruf, als hätten sie weniger Angst als Frauen. Also mir fällt auch noch der Thich Nhat Hanh ein, von dem ich auch mal gehört habe, wie er erzählt hat, welche Kraft ihn das gekostet hat, an der Zeit, als er noch junger Mönch war und in Vietnam war und so, dass die in der Früh um 4 aufgestanden sind und haben Achtsamkeit praktisch täglich eben praktiziert, um diese Kraft zu haben, sozusagen stark zu bleiben und eben diese Angst, eben mit dieser Angst auch zu sein. Also, dass das eben nicht vom Himmel fliegt, diese Angstfreiheit. Dass da ganz viele Atemübungen helfen. Also, das ist das, was mich gerade interessiert auch. Ich habe jetzt gerade nachgedacht, der Putin oder auch der Trump, die ja beide die Sprache sehr seltsam verwenden und die Aussagen sehr seltsam drehen, sind die resilient damit? Die sind ja ziemlich resiliente Männer, die zwei. Die halten ordentlich was aus und zetteln ordentlich was an, was für andere schädlich ist. Nennt man das Resilienz oder was ist das, was die haben? Auch da ist das auch, was du erwähnt hast bei deinem Mann, dass viele Sachen ausgeblendet werden, die nicht hineinpassen. Also, aber für mich kam also im Zusammenhang mit Männern auch dieser Teamsport, der betrieben wird. Also, dass du dich eines Geistes weißt. Und ich glaube schon, dass Einheitserfahrungen resilient machen. Ich habe das im Mail jetzt noch kurz erwähnt, dass du dann die Angst auch verlierst. Also, wenn du dich eins weißt mit allem. Und ich glaube, um auf Putin zurückzukommen, dass er nicht Resilienz ist, sondern sehr ängstlich, weil sonst bräuchte er diese Maschinerie nicht, um sich zu verteidigen. Ja, das ist ein wahres Zeichen seiner Angst. Er hat im Grunde genommen einen großen Mund, aber er hat überhaupt keine
Wahrnehmung von dieser Einheit, was Monia anspricht, das hat er gar nicht im Blick. Und wenn das so nach außen scheint, als ob man stark ist, auch was wir alles gesehen haben. Aber ich möchte auch noch hinweisen auf die Politiker, die mit ihm diplomatisch versucht haben, zu einem Frieden zu kommen. Ich habe Respekt für diesen Männer, die wirklich hart gearbeitet haben, um mit diesem Mann im Gespräch zu kommen. Ich glaube, dass doch auch diese Männer eine enorme Verantwortung spüren für dieses gemeinsame, die Probleme der Welt anzuschauen, dass wir da eine Lösung vorfinden. Wir schauen weg. Und was sind die Freunde von Putin? Die sind in all diese Länder, die ihn unterstützen, wie China. Und das ist alles Diktatur. Und die Diktatoren, die haben keine Resilienz. Die sind ängstlich. Ich finde es schwierig, dazu zu urteilen von jemandem, ob der ängstlich ist oder nicht. Okay, Heidi, das System meine ich. Okay, ich werde nicht urteilen, aber Sie brauchen es nicht, wenn Sie in der Einheit sind. Dann brauchen Sie keine Verteidigung. Ja, aber wir bräuchten das alle nicht. Also das an Politikern da einzelnen und nicht an anderen festzumachen, das finde ich sehr schwierig. Für mich ist das politische Spiel so eine Art Schachspiel. Mal gucken, wer gewinnt. Und ich glaube nicht, dass Ihnen das Wohl der Menschen allzu sehr am Herz liegt, sondern wo können wir hinkommen? Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber ich denke nicht, dass wir da jetzt groß drüber reden. Ich weiß es nicht. Na, ich vielleicht noch einen Satz, ne? Also was Martini gesagt hat. Also er hat wirklich, seine Forderungen waren immer Sicherheit, 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 Absicherung gegen den Westen. Und das macht er doch aus Angst heraus. Ich weiß nicht, ich meine, der Westen hat ihm ja versprochen, dass er nicht mit der NATO vordringen würde, und dann machen sie es trotzdem. Und ich meine, ich möchte da, das können wir so schlecht beurteilen, finde ich. Ich habe immer früher gedacht, Politik ist ein Kastenspiel für Erwachsene. Und leider ist es halt manchmal für alle anderen gefährlich. Aber ich denke wirklich, dass Leute, die da oben dran sind, unsere ganz genauso, die finden das toll, dass sie bestimmen können. Und dann machen sie das einfach. Und das ist meine Auffassung von Politik, so wie ich sie beobachte. Und dass denen das mehr oder weniger völlig egal ist, was ihren eigenen Menschen passiert und den anderen schon mal gleich gar nicht. Insofern ist das Resilienz? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Für mich ist die Resilienz in Verbindung sein mit dem Urgrund, also mit der totalen Einheit. Und wir dürfen das erfahren, weil wir sind es. Und das ist je nachdem, wie offen ich bin für in der Gegenwart, für meine Erfahrungen, die ich machen darf. Und dann, das ist ein anderes Bewusstsein und eine andere Lebensqualität, als dass ich in Konkurrenz bin mit meiner Nachbarin, ja, oder mit meinem Vis-à-vis. Das fällt weg. Ja, ja, aber du sprachst ja über Putin und nicht über dich. Für dich finde ich das ganz klar, ne? Dass das für dich so ist. Aber für andere Menschen ist es eben vielleicht nicht so. Naja, wir können schon irgendwie zuschauen. Also ich glaube, dass wir alle an der Politik mitarbeiten müssen. In meine ganze kleine Umfeld bin ich politisch unterwegs, indem dass ich versuche zu leben, was ich erfahre, was richtig ist. Das ist Politik, weil das bring ich meine Kinder bei und die Kinder, die strahlen das wieder aus und so weiter und so weiter. Also wir arbeiten schon an der Politik mit. Also ich denke schon, dass wir als Frauen, als Erzieherinnen eine politische Aufgabe haben. Ja.
wir haben noch nicht über Testosterone gesprochen und die sind halt nun einmal eher mehr in den Männern. Und die machen halt auch aggressiver und das Bedürfnis, sich durchzusetzen. Und auch kleine Buben haben es also schon, weil ich habe also, mein Enkel ist auch immer, wo er einen Steckerl gefunden hat mit 3-4 Jahren, das war sofort ein Gewehr. Und ja, die Enkelinnen wären nie auf die Idee gekommen. Also es ist genetisch sicher verankert, aber dass man dann im Alter als Mann weiblicher wird, weiß ich auch. Und das finde ich ist aber... Viele Männer werden nicht so alt. Ne? Das ist leider so. Also ich sehe es bei meinem Mann, der jetzt plötzlich sich um die Enkel dann mit 60 gekümmert hat, wie er sich um seine eigenen Kinder nie kümmern konnte, also er berufstätig war. Und also das andere Geschlecht in einem selbst zu verwirklichen, ist sicher auch eine Aufgabe, und dann darüber hinaus zu gehen als Mensch. Also, ja, damit zitiere ich wieder einmal die Sherry S. Tepper, die in einem Roman auch das beschrieben hat. Also, was ist die Aufgabe des Menschen auf der Erde und letztlich über sein Menschsein hinauszuwachsen? Schwierige Sache, ja. Wobei Menschsein natürlich ganz spezifisch definiert wird und auch mit Machtanspruch und so weiter zu tun hat oder sich als das Beste in der Schöpfung, als die Krone der Schöpfung zu sehen und nicht einfach nur als ganz ein kleines Glied. Ja. Ich habe mir zum ersten Mal seit langem die politische Landkarte angeschaut, also von Russland. Und ich kann nachvollziehen, warum der Putin die Ukraine wieder eingliedern will. Weil wenn also in der Ukraine westlichere, so wie in Ostdeutschland und Westdeutschland, wenn da also westlichere Methoden herrschen, ist das eine große Bedrohung. Das ist ganz klar. Also warum geht es denen besser als uns? Und damit beginnt die Zwist. Aber ja, und ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich glaube, es war die Heidi. Ich bin ganz einfach überzeugt, solange die Waffenindustrie so große Teile der Wirtschaft beherrscht, wird es immer Krieg geben, weil sie müssen ja die Waffen verbrauchen. Und so weiter und so weiter. Also ich selbst, weil wir haben ja jetzt wirklich rund um die Uhr, die Medien blühen ja auf, also rund um die Uhr Berichte. Und dem entziehe ich mich schon. Also das würde ich nicht als Resilienz bezeichnen, sondern einfach als Vorsichtsmaßnahme, nicht da überflutet zu werden von diesen Berichten. Weil ich kann ja nichts ändern daran und ich kann auch nicht beurteilen, was richtig und falsch ist. Und also da nehme ich mich zurück und liefere mich den Medien nicht so aus. Aber die Medien sind nur einmal einer meiner Erzfeinde, weil sie so manipulieren. Da fällt mir, jetzt hast du mir ein Stichwort geliefert. Also ich bin am Überlegen, ob ich was über das From Human Design her sagen soll, weil das, aber da befürchte ich immer wieder, dass ich euch vielleicht nerve. Ganz komisch, das ist so eine Angst, weil ich das halt so oft erlebt habe. Aber mir ist jetzt eingefallen, dass zum Beispiel der Daniele Ganser, und der hat sich interviewen lassen von einem Podcaster, den ich noch gar nicht kannte und der total spannend war, der Anders, der irgendwas mit Anders heißt, der. Und dann erzählt er, und ich denke, das hat was mit Resilienz zu tun, was die Jesuiten schon hingekriegt haben. Also weil wir ja so geneigt sind bei den Medien, dass wir das eh nur annehmen und so leicht verführbar sind eigentlich und lenkbar sind durch entsprechende Informationen, dass man resilient wird, wenn man die Gegenmeinung aushält.
Das ist ja schon die Praxis der Jesuiten gewesen. Und ich denke mir, mein Gott, ich hätte es gern gelernt in meiner Jugend. Das war immer so mein Traum. Weil das natürlich eine Riesenherausforderung ist. Und das hat er beschrieben, der Daniele Ganser eben auch, dass er das macht. Und er beschreibt, sagt es mit lächelndem Gesicht, das gehört zu seinem Beruf und an seinem Lebensweg, dass er dann ganz gezielt wirklich die andere Literatur anschaut. Und das aushält. Das bringt mich dazu nachzudenken, die Waffenindustrie auszuhalten und die Kriegssehnsucht auszuhalten. Also diese Todessehnsucht, diese Verkappte, die im Todmachen von anderen liegt, das ist schon ganz schön heftig. Ja, und dahinter bestehen halt Finanzinteressen, nicht? Von denen, die da eben dran sehr viel verdienen und nicht nur an Waffen, sondern an anderen. Und ich bin ja der Meinung, dass die hauptsächlich unser Schicksal lenken, weil es geht alles um Geld, es geht alles, du sollst kaufen, du sollst machen und dann, naja, dann müssen wir halt die Waffen, ich meine so ein Panzer und so ein Flugzeug, das kostet ja eine Kleinigkeit und dann kann man schon ein bisschen was dran verdienen. Ich denke, das liegt dahinter, dieser Greed, was heißt denn das Greed auf Deutsch, ne? Diese Gier. Die Raffsucht, ja, von einigen Leuten, die haben schon so viel auf dem Konto, aber immer noch mehr. Aber das, ich denke, das fällt mir gerade dazu ein, das sagt mir auch bei Spielern, ne? Wenn die gewinnen und dann wollen sie immer noch mehr gewinnen, statt irgendwann mal zu sagen, nun, jetzt reicht's aber, da kann ich bis ans Ende meines Lebens leben. Nee, dann lieber noch einmal und immer noch mehr und dass ein paar mehr Nullen auf dem Konto sind. Die haben ja noch nicht mal mehr, die packen Geld in der Pfote. Ne? Also ich denke, es ist ein psychologisches Phänomen dahinter, hinter der ganzen Geschichte. Und ich denke, wer im Moment, das ist meine Meinung, die Welt lenkt, das sind kranke Leute. Ja. Und wir baden es aus sozusagen. Wir und gerade im Moment die dort in den Kriegsgebieten. Und nicht nur dieses Kriegsgebiet, die anderen vorher ja natürlich auch, wo immer Kriege sind. Sind meiner Meinung nach immer geopolitische Interessen und finanzielle Interessen dahinter. Ist es nicht seltsam, wie die Pandemie jetzt plötzlich zurücktritt? Ja, es sind ja dieselben Leute, die jetzt eine neue Erzählung brauchen, ja. eine neue Geschichte. Ja, ja. Plötzlich wird es eine Grippe oder eine Verkühlung. Und ja, also ja, aber die Medien, also ich glaube, wenn wir je über die Medien wirklich reden wollen, würde ich schon sehr in Saft gehen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, diese Sehnsucht nach Einheitsbewusstsein bringt uns dazu, uns immer wieder in Gruppen zu organisieren, Grenzen zu schließen. Also ich kann es auch ganz normal bei Fußballfans beobachten, ja? Die Schmählieder auf die Fans vom anderen Club oder so. Das dient wohl auch der Sicherheit und dem Gruppengefühl, wir können zusammen, wir haben eine Meinung, wir haben ein Interesse. Aus meiner Sicht, die sich für Fußball gar nicht interessiert, ist da kein Unterschied, ob das der eine Club oder der andere ist. Aber ich beobachte, dass die Menschen sehr, sehr ernst nehmen, die da die Fans sind. Und ja, das, ich kann es schwer ausdrücken, aber es ist wie so ein Paradox. Also einerseits wünscht man sich Einheit und andererseits macht man genau das Gegenteil. Also man wird eben nicht mehr resilient, sondern fühlt sich schon bedroht, weil jemand für den anderen Club Fan ist und die falschen Farben trägt oder so. Und Resilienz wäre einfach, also jetzt auf die Medien bezogen, dass ich mein Leben lebe, egal was sie berichten. Und halt schaue, wie ich in mir stabil werde und schaue, dass ich das, was ich als meine Lebensaufgabe empfinde, auch in die Welt bringen kann.
So, und das macht natürlich auch ein Stück weit einsam, weil meine Lebensaufgabe ist, was ein ziemliches Unikat. Also das heißt, immer wieder auch dazustehen und das auszuhalten, dass andere Menschen das nicht gut finden oder bedrohlich finden oder nicht nachvollziehen können, wie auch immer. Und das ist tatsächlich immer wieder eine Gratwanderung. Und gerade wenn man Menschen dann mag und meint, da würde man sich Wertschätzung wünschen und dann kommt es halt nicht. Und dann kommt Unverständnis und es fühlt sich wieder wie Ausgrenzung an. Ich denke, da hilft es, wenn man wirklich Sinn, den Sinn findet in dem, was man macht, was man ist. Dann, wenn das tief in einem verankert ist, das ist jetzt das Richtige für mich, das ist jetzt sinnvoll für mich, dann bin ich nicht mehr so abhängig von der Meinung anderer oder von der Wertschätzung anderer. Jedenfalls ist es bei mir so, ganz klar. Dann ist auch die Angst viel, viel kleiner. Also wenn wirklich tief, tief die Verbundenheit da ist mit dem wirklichen Purpose, mit dem höheren Lebenszweck, also bin ich 100%ig sicher, dass dann ein ganz anderes Standing in der Welt ist. Mir ist jetzt gerade im Augenblick ein Thema die Resilienz gegen die neoliberalistische Wirtschaftsordnung, die uns so umgibt, mit manipulativer Werbung und manipulativer Politik und manipulativem alles. Da gleichzeitig drinnen zu leben und nicht schlecht drinnen zu leben, es geht uns ja im Augenblick nicht so schlecht, und trotzdem da eine innere Resilienz aufzubauen, dass das nicht so sein muss und dass diese Ideologie hoffentlich einmal in irgendwas Menschenfreundlicheres umgewandelt werden kann. Ah, jetzt ist mir was klar geworden. Du, glaube ich, Brigitta, hast gemeint, oder keine Ahnung, ob das stimmt, aber irgendwie ist mir jetzt der Unterschied klar, sowas wie Akzeptanz dessen, was ist, dass das Resilienz ist, und das finde ich gar nicht, also ich finde, es braucht zumindest, also es ist schon sowas, Dinge, die man nicht ändern kann und so, aber dann braucht es eben diesen Drive, Co-Creation oder für was gehen. Da stimme ich ja zu. Ja, ja, ja. Da gibt es doch den Spruch, ne? Was ich ändern kann und was ich nicht ändern kann. Annalisa, du wolltest was sagen. Das hat sich schon erledigt, danke. Also was ich gehört habe, Resilienz ist nicht jetzt einfach nur akzeptieren, was ist, sondern noch was dazu. Das hast du gesagt, Anna, ne? Wollen wir das nochmal zusammensammeln? Vielleicht sogar noch mehr, also den Mut, sozusagen die Kraft nicht zu verlieren, weil Anpassung oder Akzeptanz in das Bestehende, das hat ja aber eine gewisse Müdigkeit. Das ist nicht nur die sogenannte heitere Gelassenheit, sondern schon auch sowas wie Resignation. Also ich habe keine Ahnung, aber das ist so eine Bandbreite, während eben Resilienz ist dann auch sowas wie diese, also keine Ahnung, ein Thich Nhat Hanh oder wie viele Vorbilder an Resilienz gibt es denn, die wohl diese Einheitserfahrung haben, aber die zum Beispiel auch politisch unbeirrbar aktiv waren. Also die immer für was gegangen sind, für den Wandel, für die Weiterentwicklung, für den Frieden. Ja, was du gesagt hast, das finde ich das Keyword, also die Energie nicht verlieren, sondern weitergehen. Mhm. Jetzt füge ich noch was hinzu. Es ist wirklich so, ich habe kein lustiges Leben hinter mir. Und kürzlich habe ich mal so einen Anfall von wirklich, also sehr emotional und
dieses Staunen und die Dankbarkeit unter Tränen, dass ich dran geblieben bin. Also 20 Jahre lang. Also dass ich mir selber, aber natürlich auch anderen Leuten wirklich eine Dankbarkeit spüre, mir selber gegenüber, dass ich unbeirrbar für was gegangen bin und gehe. Ist das nun ein Unterschied zwischen Männern und Frauen? Was ich vorhin dachte noch, Resilienz bei Männern, ist der Unterschied könnte sein, dass Frauen oft mal dann in so ein bisschen hippelig werden, ja, oder in Tränen ausbrechen und dann irgendwie nicht mehr klar denken können oder so, wenn schwierige Momente kommen, während bei Männern häufig so ist, dass dieses klare im Kopf sein nicht sofort weg ist. Also ich denke zum Beispiel dran, wenn ich so, wenn irgendwas Schreckliches passiert, so Auto, gerade kurz vorm Unfall, ja, und ich habe es gerade noch geschafft und dann bin ich erstmal für 20 Minuten irgendwie oder eine halbe Stunde völlig durch den Wind. Da könntest du mich nichts fragen oder irgendwie was mit mir anfangen, weil ich da noch so völlig durcheinander bin. Ich weiß nicht, ob es bei Männern anders ist, ich habe noch nicht gefragt, aber ich kann mir vorstellen, dass sie die Tendenz haben, trotzdem klar weiterzugehen, während bei mir muss dann immer erst wieder eine Selbstberuhigungsphase dazwischen sein. Naja, wie man sich in einer Krise verhält, ist vielleicht auch Enneagramm-Typ. Also ich bin da eher immer sehr kalt und klar und männlich, wie du es jetzt sagst, aber das ist einfach meine Art, also in Krisen. Wenn mein Mann also da eher, da haben wir die Rollen getauscht. Aber ich weiß es, also ich bin da sehr pragmatisch und klar und brauche natürlich dann danach, wenn die Krise vorbei ist, dann brauche ich halt Spannung. Aber in der Krise, da bin ich beinhart. Also da, glaube ich auch, Monika, Initiator, Manifestor, und das ist ja übrigens für Putin auch. Und ich würde sagen, also ist dieser Krieg jetzt ein Verteidigungskrieg, weil ihr ständig gesprochen habt, dass er sich verteidigt? Es ist ein Angriffskrieg. Also andere sagen wieder, er kommt den anderen autonomen Republiken zur Hilfe. Die sehen das dann durchaus nicht als Angriff. Also das kommt ja immer auf die Perspektive an. Und in dem einen Lager wird es halt als das eine bezeichnet, im anderen Lager als das andere. Und die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo das so dazwischen hängen, nehme ich mal an. Aber das wollte ich eben mit dem Enneagramm auch. Ich habe gedacht, ein Enneagramm-4-Typ ist halt leichter mal völlig durch den Wind emotional als ein Enneagramm-8-Typ, nicht? Der läuft einfach zu, ne? Werden wir erstmal. Aber solange man es weiß, ist es eh okay. Ne? Also wir haben oft Situationen gehabt, wo ich wirklich gemerkt habe, für mich ist es kein Problem, das was zu tun ist jetzt. Also wenn der Christbaum samt der Schüssel 2 Stunden vor der Bescherung umfällt und all der Teppich ist unter Wasser und die Christbaumkugeln sind hin und so weiter. Ja, da habe ich einfach Anweisungen gegeben. Und ja, also ich bin froh, dass es mir möglich ist. Aber ich wüsste, also ich wäre nicht bereit, militärisch irgendwo einzumarschieren. Also da braucht man schon eigene Psyche dafür, dass du sowas, zu sowas fähig bist. Also wie viel Leid man dann den Menschen allen anhat. Bist ja auch kein Staatsmann, ne? Das musst du ja, ist ja nicht deine Aufgabe. Mieses Karma, ja. Und das ist auch schwierig. Also ich habe das ja auch erst vor kurzem erfahren, das mit der NATO, was die Heidi erwähnt hat, dass ja die NATO eigentlich versprochen hat, da in die Oststaaten in Ruhe zu lassen und die NATO eigentlich sich erweitert hat vorher.
also jedenfalls angeboten hat, sich zu erweitern und dann mit offenen Armen wahrscheinlich empfangen wurde. Aber die Frage ist eben der Weg. Ich meine, die NATO manipuliert sich ja auch, aber es geht im Grunde um Überzeugungsarbeit auf irgendeiner Ebene, während das andere ist pure Gewalt. Und wo mache ich da den... pure Gewalt ist, wenn ich mir nicht mehr zu helfen weiß eigentlich, außer, also wenn die Überzeugungsarbeit und so weiter nicht mehr geht. Ja, ja, dann können wir ja mal darauf zurückkommen, was in Kanada passiert ist mit purer Gewalt gegen die Demonstranten. Das heißt dann auch, dass die Regierung sich nicht mehr zu helfen weiß, wenn sie mit Pferden in die Menschenmenge hineingehen und es in Kauf nehmen, dass die übertrampelt werden und so. Naja, gut. Aber was machen wir da draus? Also Resilienz. Wir haben jetzt eine Stunde über Resilienz gesprochen. Können wir vielleicht so eine Art persönliche Zusammenfassung oder irgend sowas finden? Es gibt ganz viele Faktoren, die dazu führen. Und es ist viel Individualität dabei und da könnte man auch die anderen Sachen von der Aqualtheorie anführen, weil wie komplex das Weltbild ist, gibt einem auch innere Sicherheit und macht einen resilienter. Die Einheitserfahrungen machen einen resilienter, ja, das... Der Typ, wenn man den Typ kennt, unterschiedliche Typen haben unterschiedliche Resilienzen, würde ich mal sagen, oder Tendenzen, in dem oder in dem resilient zu sein oder auch nicht, ja. Und je nachdem, wie die unterschiedlichen Intelligenzen, wie das zusammenspielt, wenn es da große Diskrepanzen gibt, dann gibt es auch große Ambivalenzen in einem und das macht einen nicht resilienter. Und wenn man ein relativ harmonisches Psychogramm hat, denke ich auch, dass es dann einem einfacher ist, in der Welt standhaft oder wie auch immer oder gut, eine gute Position zu finden mit dem eigenen, mit dem, was man sinnvoll findet. Ja, das Zusammenspiel der Intelligenzen ist sicher ein guter Ausdruck. Ja. Können wir für nächstes Mal vielleicht das Thema der wirklichen Beziehung, also was eine wirkliche Beziehung für einen ist, und sei es also zu der Natur oder zu Tieren oder zu Menschen oder Ideen. Ich weiß nicht, das wäre so mein Konzept, dass ich einmal schaue. Also ich werde für mich auf alle Fälle in der nächsten Zeit mich damit beschäftigen. Ich würde gern wissen, was eine unwirkliche Beziehung ist. Eine, die dir Resilienz gibt, ist eine wirkliche Beziehung für mich. Also... unwirklich ist zum Beispiel, wenn du 10.000 Freunde im Internet oder bei Facebook hast und in Wirklichkeit ist keiner davon für dich da, wenn es darauf ankäme wahrscheinlich. Ne? Das ist meine Theorie. Ich hätte da vielleicht tiefe, verbundene, tiefe Beziehung in tiefer Verbundenheit. So, in Resonanz, in richtig guter Resonanz. Oder vielleicht Zugehörigkeit auch dazu. Ja. Also, Marie-Rose, du hast noch gesagt, mit Resilienz standhaft sein. Und das hat mir irgendwie nochmal gefallen. Wir haben das ja ausgearbeitet, dass man dann trotzdem weitergeht und das macht, was man fühlt, dass man machen muss oder will oder was auch immer, ne? Was einen so treibt, sagen wir es mal so. Und da finde ich standhaft sein schon auch ganz guten Ausdruck. Ja, trotz allem weitergehen. Das wäre mein Resilienz,
und sich nicht einschüchtern lassen, wenn man weiß, dass das, was man, wohin man geht, dass es der richtige Weg ist, was natürlich nicht bedeutet, der einzig richtige Weg, aber für einen selber der richtige Weg ist, weil man das erfüllt und wo man sich immer korrigiert im Laufe des Gehens. Nicht, dass man einfach so gerade losgeht. Was ich ja damals in Feminine Power gelernt habe, was mich damals angezogen hat, dass die sagten, Männer gehen, haben ein Ziel, dann haben sie die Mittel, die suchen sie zusammen und dann gehen sie los und machen erst Halt, wenn sie dort sind. Und Frauen fangen an zu laufen und gucken, denken, ja, dahin will ich irgendwie. Und dann gucken sie, welche Mittel sie finden auf dem Weg. Und vielleicht ist das auch eine Resilienzbeschreibung zwischen Mann und Frau. Ja, ich kann ja mal weitergeben. Martini, du hast lange nichts gesagt. Magst du auschecken oder zusammenfassen? Zusammenfassen, das ist eine große Aufgabe. ja, ich glaube, dass wir alle dazu beigetragen haben, dass wir ein Perspektiv bekommen haben. Und ich glaube, die Standhaftigkeit im wahren Selbst, dass das einem ja, trägt und führt und spielen lässt, wie Heidi jetzt gesagt hat, dass man, was man im Alltag so um sich sieht, dass man da etwas mit anfangen kann, also kreativ mit umgehen kann. Und das ist für meine Person ein ganz zufriedenstellende standhafte Resilienz. Ja. Für mich spielt da eine große Rolle eigentlich die Kommunikation mit der Ebene, mit der man eigentlich, gut, in der Einheitserfahrung ist es wahrscheinlich eine gewisse Art von Kommunikation. Aber wenn ich gerade nicht in der Einheitserfahrung bin, spielt schon eine Rolle mit einer unverfügbaren männlichen und weiblichen Macht in innerer Kommunikation zu stehen. Das finde ich auch in irgendeiner Weise wichtig. Ich glaube, die beiden Annas sind noch auscheckbedürftig. Ja. Mache ich mal weiter. Also für mich, mir ist klar geworden, es hat ganz viel mit Individualität zu tun und mit Authentizität. Also der eigenen Lebensaufgabe, dem eigenen Sinn zu folgen und trotzdem eben in Beziehung zu sein oder gerade deswegen in Beziehung zu sein, ohne sich selber zu verlieren. Also diese Verbundenheit und das. Also wenn ich so an Filme denke, das authentische sich selber leben, weitergehen, standhaft sein, aber nicht gegen, eigentlich mit den Mitmenschen zusammen. Ja, dann kann ich eigentlich nur noch hinzufügen, also genau, glaube ich auch, und nur hinzufügen, dieses im Gottvertrauen sein. Also schon sowas wie, also wirklich, also das hört sich jetzt sehr katholisch an, aber ich denke eben, das kannst du nur, wenn du dich auf einer ganz anderen Ebene noch wirklich verbunden fühlst. Ich habe das ein bisschen abstrakter ausgedrückt, aber es ging genau in die Richtung. Ja, so dann lasst uns das Gottvertrauen haben, dass sich alles zum Guten richtet, früher oder später, hoffentlich früher. Und dann sehen wir uns im nächsten Monat.
Alles Liebe, macht's gut.